Der September ist eine besonders aufregende Zeit für alle Lehrlinge, denn jetzt beginnt der Start in ihre Ausbildung. In der Salzburger AG werden die neuen Lehrlinge in einem zweitägigen Onboarding ins Unternehmen eingeführt. Dieses Jahr starten 18 neue Lehrlinge in ganz unterschiedlichen Bereichen, also angefangen von IT-Betriebstechnik bis hin zu Applikationsentwicklung, Coding, aber auch Metalltechnik oder natürlich auch Elektrotechnik, Energietechnik. Bei den zwei Einführungstagen bekommen die neuen Lehrlinge einen Einblick in die Salzburger AG. Sie erhalten aber Sicherheitsunterweisung und sie erfahren auch etwas über die Rechte und Pflichten in der Lehrlingsausbildung. Was sind meine Rechte und was sind aber auch meine Pflichten als Lehrling? Zudem wird natürlich die Arbeitskleidung ausgeteilt und es finden auch diverse Gruppenübungen statt, wo sie die Lehrlinge dann untereinander besser kennenlernen und auch vernetzen können, was natürlich in weiterer Folge sehr, sehr wichtig ist für das Team. Gefüge. Also ich bin Jana Lena, ich bin 17 Jahre und ich mache die Lehre als Bürokauffrau. Weil mir das sehr viel Spaß macht, Sachen zu organisieren, auch neue Leute kennenzulernen, das Arbeiten am Computer. Ich bin der Theo Falli, ich bin 15 Jahre alt und ich mache jetzt die Lehre als Metalltechniker mit Hauptmodul Maschinenbau. Also ich bin die Mona Kobold, ich bin 21 Jahre alt und ich mache die Doppellehre für Elektrotechnik und Metalltechnik. Ich finde, Metall ist ein wahnsinnig schöner Werkstoff und es kombiniert sich, glaube ich, sehr gut mit Elektrotechnik. Ich habe früher über die Schule ein bisschen Erfahrung mit Elektrotechnik gemacht und irgendwie ist da halt ein Interesse gestanden und geblieben. In der Sicherheitsschulung werden alle wichtigen Inhalte rund um Erste Hilfe und auch Sicherheitsbekleidung vermittelt. Anschließend bekommen die neuen Lehrlinge der Salzburger AG ihr Werkzeug. Ich habe ein Messsortiment bekommen, da ist ein Messschieber drinnen, ein H-Winkel, ein Zirkel, ein biegsamer Maßstab und halt lauter Werkzeuge zum Abmessen von Sachen. Wir wollen natürlich das Miteinander stärken. Wir wollen, dass sie die Lehrlinge untereinander kennenlernen, dass sie sich austauschen, dass sie sich vernetzen. Sie sind dann doch alle in unterschiedliche Bereiche einteilt und haben zukünftig vielleicht nicht mehr ganz so viel miteinander zu tun. Und deswegen ist es uns gerade beim Start einfach sehr wichtig, ein gemeinsames Miteinander, ein Vernetzen. Ich finde das sehr gut, weil da lernt man die anderen Lehrlinge kennen, man lernt den Betrieb besser kennen. Und man ist schon darauf eingestellt, was die in Zukunft erwartet. Ich finde es recht cool, da man halt auch die anderen Lehrlinge sehr gut kennenlernt und halt sozusagen mehr zusammenschweißt. Und wir haben halt schon so Sachen wie zum Beispiel Arbeitssicherheit, was passieren kann beim Strom, in welchem Schutzumkreis man sich nicht aufhalten soll und halt solche Sachen. Teamarbeit und eine bestmögliche Ausbildung stehen vor allem auch bei den Lehrlingen der Salzburger AG an oberster Stelle. Das Wichtigste sind aber natürlich auch der Spaß an der Arbeit und die Vorfreude auf die neuen Aufgaben. Ich freue mich, neue Erfahrungen zu sammeln, auf den neuen Lebensabschnitt, sie weiterzubilden und neue Leute kennenzulernen und vielleicht neue Freundschaften zu bilden und auf die neuen Kollegen. Draußen unterwegs sein, in der Luft, irgendwelche Arbeiten machen, die wirklich quasi einen Einfluss haben für die Kundschaft, für die Leute. Einfach, dass das Netz stabil bleibt und ja, dass alles gut läuft. Also ich hoffe, dass sehr lehrreiche, unterhaltsame, spannende Lehrzeit mit meinen Kollegen wird. Wir wünschen unseren neuen Lehrlingen einen tollen Start in die Lehrzeit und viele spannende neue Eindrücke. Und wenn ihr Lust auf eine Lehre bei der Salzburger AG habt, dann bewerbt euch gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.